Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Wir sind auf Route 206 angekommen mit einem Fahrrad, was wir letzte Folge sehr hart erarbeitet haben. Mit einer richtig coolen Musik. Nächster Gang. Und los geht's. Würde ich jetzt sagen, wenn wir nicht gegen den Trainer kämpfen müssten. Hi, macht dir das Fahrradfahren Spaß? Naja, ich konnte es ja noch kaum ausprobieren. Du störst mich. Aber gut. Dir werde ich zeigen. Übrigens, ganz anderes Outfit, was wir haben. Staravia. Aha. Ich mag die Haare von meinem Charakter. Mit dem Fahrradhelm. Die sind ganz cool. Ich habe übrigens auch gesehen, dass viele Leute sich fragen, ob man die Haare irgendwie ändern kann. Farbe oder Aussehen der Haare. Zum Stil her. Nein, man kann nichts ändern, das kann ich jetzt schon sagen. Man kann weder die Haarfarbe später noch ändern, noch kann man den Haarstyle ändern. Also man sollte den Charakter ganz am Anfang des Spiels schon wirklich nehmen. Und sich nicht später umentscheiden. Aber gut, das sage ich euch jetzt irgendwie in Folge, weiß nicht, 10 oder später sogar. Wie auch immer. Nice, Tricky hat ein Level Up. Sehr schön. Und sehr schön, dass du besiegt bist und ich weiterfahren kann. Du bist gar nicht schlecht. Ich weiß. Auf dem Radweg trifft man jede Menge Trainer. Und wir fahren sogar automatisch nach unten. Wir werden so runtergesaugt. Es ist ein tolles Gefühl, mit dem Rad unterwegs zu sein. Das perfekte Warm-up für einen Kampf. Oh no. Bikerin Maya. Oh, ein Scheinungs hat sie. Ich mag Scheinungs. Aber White, hat sie das noch nicht entwickelt? Zu einem Luxio? Nee, anscheinend nicht. Na dann. Chalkeran kann ich ja auch mal wieder verwenden, ne? Warum denn auch nicht? Oh, warum bin ich ein bisschen schläfrig? Hm? Steht das einfach nur so da oder hat das einen Grund? Ich weiß es nicht. Was ich aber sagen kann, ist, dass Tate ein Level bekommt. Genau das wollte ich sagen. Genau. Du hast uns ganz schön eingeheizt. Sie ist wohl am Schwitzen vom ganzen Fahrradfahren. Trittst du rückwärts, wenn es bergab geht? Nein, du etwa? Oder wir hier so kämpfen? Okay. Wir kämpfen natürlich gegen alle. Ding, ding! Pass auf, wo du hinfährst! Oder wolltest du mich herausfordern? Zweites, ja. Ich würde euch gerne alle herausfordern, damit ihr alle aus dem Weg geht und ihr alle erstmal eure Pokémon heilen müsst. Polita. Das kann man oben rechts auf der Route fangen. Ja, Polita ist auch ein ziemlich cooles Pokémon. Eins der besseren Feuer-Pokémon aus Gen 1, wie ich finde. Das ist wahrscheinlich underrated Opinion, weil viele sagen, Arcanine ist das beste Feuer-Pokémon aus Gen 1. Mimimi. Oder halt Glurak, aber. Bei Glurak kann ich nicht zustimmen. Arcanine ist zwar ganz cool, aber ich mag Galoppa mehr. Also Polita und Galoppa. Mag ich einfach mehr. Na, oh, ich hab mich wohl umsonst angestrampelt. Jupp. Jupp, jupp. Ich könnte versuchen, den ganzen Radweg unten anzuhalten, zu meistern. Das wäre eine Idee. Ein neues Video. Kann ich den Radweg ohne anzuhalten fahren? Du und ich, wir fahren beide Rad und wir haben beide Pummeln dabei. Da darf ich einfach nicht verlieren. Sicher? Zwei Pokémon. Okay. Zeig mal, was du drauf hast. Staralilli. Aha. Der andere Typ hatte doch ein Staravia. Warum hast du denn immer noch ein Staralilli? Schäm die. Bam. Oh, es killt nicht mal. Es killt nicht mal. Er lässt mir Heule ein. Was nichts bringt, weil es senkt mir den normalen Angriff und ich greife mit Aquaknarre an, was eine Spezialangriff-Attacke ist. Ist so ein bisschen dumm.
Neu zu diesem Spiel ist übrigens auch, dass Pokémon einen neuen Schrei haben, wenn sie besiegt werden, zum Ball zurückkehren. Was, wo ich persönlich kein Fan von bin, um ehrlich zu sein. Musste nicht sein. Und ich fand eigentlich besser, wenn man den Schrei halt nochmal hört, um ehrlich zu sein. Gut. Das Ponyta ist somit schon mal weg. Und wir können weiter radeln. Radel, radel, radel. Ja, die geben kaum Erfahrungspunkte. Bringt zwar eigentlich nicht so viel, aber egal. Oh, hoppla, ich bin vom Rad gefallen. Das muss wehtun. Ja gut, kommt drauf an, wie man vom Rad fällt, ne? Auf die Schnauze legen, das tut weh, aber wenn du einfach nur so seitlich hier umkippst, tut ein bisschen weniger weh. Anstelle eines Kampfes hätte ich dich zu einem Rennen herausfordern sollen. Ja, da hättest du vielleicht sogar gewonnen. Und jetzt gibt's hier eine Abzweigung. Dein Fahrrad eine Gangschaltung, oder? Lass mal sehen, ob du vernünftig damit umgehen kannst. Hm? Oh, was hat denn eine Fahrradgangschaltung mit einem Pokémon-Kampf zu tun? Ha. Stralililili. Lili. Da packen wir erstmal die Akkuflache wieder drauf. Wir sind schon ziemlich gut gelevelt, würde ich sagen, für den Moment. Wir sind alle über Level 20. Aber gut, das Spiel erwartet eigentlich auch, dass man mindestens 3 Pokémon hier hat an dem Punkt. Und wir haben ja 3 Pokémon. Und glaubt mir, die nächsten 3 lassen gar nicht mal so lange auf sich warten. Zumindest das vierte. Aber mehr darf ich ja nicht sagen, weil wer weiß, wo es sein könnte. Er hat aber auch ein Staravier. Staravivivivivir. Wer weiß, wo das vierte Teammitglied sein könnte. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Idee, sich Gedanken zu machen über sein Team. Was viele aber auch machen, ist einfach sich alle Pokémon fangen, die sie denken, oh, sieht ganz cool aus, vielleicht mal wieder nutzen. Dann lassen sie es im Team, trainieren sie es extra noch und dann sagen sie später, ja, nee, das ist, was ich gerade gefunden habe, oder eine Route später, ist viel cooler. Klack, klack, klack. Ding, ding, ding. Huch, ich wollte mich doch eigentlich nur vergewissern, ob du die Schaltung beherrschst. Wieso habe ich mir dann deine Pokémon angeschaut? Ja, ja. Naja, das bringt nichts. Oh, die Gangschaltung zu wechseln. Solange du noch Kraft hast, kannst du mit deinem Fahrrad überall hin. Doch, mit deinen Pokémon ist das nicht so. Und leider recht. Deshalb, solange meine Pokémon noch leben, werde ich sie dafür einsetzen, euch alle hier platt zu machen. Du, 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 du. Es gibt hier was sehr Interessantes auf dieser Route. Das zeige ich euch aber dann, wenn wir den Fahrradweg durch haben, also wenn wir ganz unten angekommen sind. Also zumindest sage ich immer bei Fahrradwegen ganz unten. Es ist ja eigentlich nur geradeaus fahren, aber es sieht halt immer so aus, als würde man einfach nach unten fahren, von oben nach unten, aber ist eigentlich so. Man fährt einfach nur geradeaus. In die Richtung nach unten. Ja, anstrengend gegen mich zu kämpfen und zu verlieren, oder? Mein Pokémon und mir geht langsam die Puste aus. Es wird wohl Zeit, den Heimatweg anzutreten. Ja, den Heimweg. Oh, die wollen alle kämpfen. Die wollen alle kämpfen. So viele hier. Schöner Hintergrund, by the way. Einigen Radfahrern geht es um Geschwindigkeit. Andere möchten lieber ihre Technik optimieren. Zu welcher Gruppe gehörst du? Weiß ich gar nicht. Kann ich noch nicht genau sagen, weil es in jedem Spiel, kann man sagen, anders ist. Zum Beispiel in Omega Rubin Alpha Saphir, da kannst du ja dich entscheiden, oder auch in Rubin Saphir Smaragd, kannst du dich ja entscheiden, ob du ein normales Fahrrad möchtest oder ein cooles Stuntbike. Ein normales Fahrrad ist super schnell, aber das Stuntbike ist nur dafür da, um Stunts zu machen. Was aber dadurch besser ist, weil man dadurch an Orte rankommt, wo coole Secret Items sind. Als ob das. Okay, gut, zumindest hat es zurückgeschreckt. Ich wollte gerade sagen, das wäre lächerlich jetzt gewesen. Hätte es mich jetzt noch gekillt. Oh Mann. Das ist noch ein Crit. Wow, für den 1 KP. Toll. Noch eins. Ja, komm, dann mach das aber tricky, weil jetzt habe ich mit Tails keine Lust, das zu machen.
Ich meine, meine ganzen Pokémon sollten sich auch so ungefähr alle mal Richtung Level 30 entwickeln. Dann ist unser Team noch viel stärker. Und darauf freue ich mich, auf ein großes, starkes Team. Ja, machen wir nochmal Flammenrad, das wird schon reichen. Wir machen direkt nämlich noch einen Kampf. Der Rest war ja noch so eine Lady, die kämpfen wollte. Boah, du hast sowohl Tempo als auch Technik drauf. Ja, und du immer noch nix. Ja, sicher, um ist atemberaubend. Das Gebiet unterhalb des Radwegs sieht toll aus, oder? Ja, yep, das habe ich vorhin auch gemeint. Das habe ich vorhin auch gemeint. Liebe Fahrräder, aber ich bin nicht sehr gut darin, platte Reifen zu flicken. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Platten flicken. Sehr, sehr schwieriges Wort auch auszusprechen. Ja. Pikachu! Pika! Das ist männlich oder weiblich? Weiblich, ja, das ist weiblich. Das kann man nämlich an dem Schweif erkennen bei einem Pikachu. Männliche haben so zackigen Schweif und weibliche haben so eine Herzform. Und das Ding hat eine Herzform. Und das ist ganz nett. Diese Details von Geschlechterunterschieden, die gibt es tatsächlich auch erst seit Diamant und Perl und Platin. Was ziemlich cool ist, dass sie das da eingeführt haben. Zum Beispiel gibt es auch ganz bekanntes Beispiel, wo Ingenaus. Männliche sind ganz normal, aber weibliche haben so einen roten Lippenstift drauf, was ich ziemlich lustig finde. Pika! Tja, Pika! Da bist du zu schlecht! Kavums! Keine Ahnung, was sie da gemacht hat. Abgeschützt! Ah, ich bewundere Menschen, die sich mit Technik auskennen. Ich weiß ja nicht einmal, wie mein Pocket funktioniert. Das sagst du, nachdem du Kavums zusammengebrochen bist? Okay. Das war der Fahrradweg. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, okay, die sagen immer das Gleiche. Das ist aber ein tolles Fahrrad. Ich glaube, diese Sticker hier sind genau das Richtige für dich. Danke für die Sticker. Gehe von hier über den Kraterberg, um nach Herzhofen zu gelangen. Dann findet die super Wettbewerbsshow statt. Zur Vorbereitung darauf solltest du deinen Pokémon mit Stickern eine persönliche Note verleihen. Aha, ein Wettbewerb statt, könnte man sagen. Route 206, eine sehr bekannte Route dafür, dass es unter der Brücke stattfindet. Und hier sieht es tatsächlich viel, viel besser aus als damals auf dem DS. Weil hier hat es so viel Shading und diese Unschärfe von oben rüber geguckt. Die passt ja einfach so gut rein, finde ich. Dass man die Route so gerade noch so erkennen kann auf dem Fahrradweg. Und man kann da dann tatsächlich, wenn du dann durch bist mit dem Fahrradweg, wirklich drauf. Und das finde ich einfach irgendwie richtig cool. Und hier ist diese Atmosphäre noch viel besser. Gucken wir uns mal die Route an. Da gibt es viele Pokémon. Ich werde jetzt nicht fangen. Ich werde die in den Videos allgemein nicht fangen. Hier ist ein Honigbaum. Den werde ich aber wahrscheinlich wieder vergessen, deshalb lasse ich es, weil ich habe den letzten auch vergessen. Ups. Für die, die das übrigens wissen wollen, Honigbäume funktionieren so, dass man die beschmiert und nach 6 Stunden kommt dann ein Pokémon und nach 24 Stunden ist das Pokémon wieder weg. So funktionieren die Honigbäume. Was für Pokémon man da finden kann, man googelt einfach Poké-Wiki oder Bisa-Fans oder was auch immer, irgendeine Pokémon-Wiki-Seite. Gibt es genug von, die einem da weiterhelfen können. Ist sowieso viel schneller, als wenn ich das jetzt sagen würde, weil ich weiß es aus dem Kopf ja nicht. Und dann könnt ihr es auch außerhalb des Videos die ganze Zeit sehen. Ich pflanze mir irgendwelche an. Wenn ich hier irgendwann mal wieder herkehren sollte, weil ich muss ja sowieso die Pokémon hier irgendwann wieder fangen. Dann, ja, kann ich mir währenddessen ein paar Beeren mitnehmen. Feuerheiler gibt es ja, cool. Die brauchen wir wahrscheinlich sowieso erst super spät, aber egal. Oder wir kämpfen. Hoppla, hast du mich erschreckt? Na dann lass uns kämpfen. Okay. Dann kämpfen wir halt. Tobias.
Oh. Onyx, wirklich. Ich bin, muss ehrlich sagen, wegen Onyx, ich bin wirklich sehr enttäuscht, dass Onyx wirklich zu diesem schwachen vorerster Arena-Pokémon degradiert wurde. Weil ich fand immer, dass Onyx so ein Pokémon ist, was man unbedingt haben möchte, weil es halt so ein cooles, starkes Gesteins-Pokémon ist. Selbst Rocko hat es. Aber irgendwie ist es dieses schwache Gesteins-Pokémon. Nur mit einem Metallmantel ist es dann wirklich mit Stalos besser. Auch wenn es dann nicht mehr Gestein ist, ist es dann trotzdem besser. Und ja, ich bin zwar fast down, aber solange es keine Robustheit hat, sollte ich okay sein. Nice. Jetzt hätte man hier einfügen müssen, wie es Robustheit hat und ich gestorben bin. Oh, oh, no, no. Nicht gut. Deine Stärke hat mich auch ordentlich erschreckt. Ja, ich bin einfach zu stark für dich. Wir Wanderer haben ein großes Herz. Niederlagen machen uns nichts aus. Na, das ist doch schön. Oh. Das ist nicht so schön. Ein wilder Kampf. Oh, hier gibt's auch Ponita. Bam, bam, bam. Ja gut, ich könnte es jetzt ein bisschen nass machen, aber lassen wir's. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt heilen soll, weil ich meine auf der Route unten... Na gut, was kommt denn eigentlich als nächstes? Ich weiß es gar nicht. Lassen wir uns überraschen. Giftstich. Das ist sehr gut, wenn wir Giftattacken haben. Moment, Magpie hat doch eine Giftattacke. Oder doch? Doch, der hat doch eine Giftattacke. Ich könnte das Magpie geben. Dann, das ist ziemlich gut, glaube ich, wenn ich das mache. Weil dann, wenn ich es mal brauche, dann hat er es. Wo sind denn die Sachen? Trainingstasche, wahrscheinlich hier, oder? Ja, Giftstich. Geben wir ihm das zum Tragen. Und, na gut, ich habe sonst nichts. Ich habe halt vieles ausgegraben, wie man sehen kann. Ein paar Pokebälle bekommen und alles. Hier ist der Feuerheiler. Ich habe auch ein paar neue TMs bekommen, aber die können wir alle noch nicht wirklich gebrauchen. Aber ein Fossil. Wenn wir in der Stadt zurückkommen, dann könnten wir das mal ausbrüten lassen. Hier ist eine Höhle. Hier ist eine Höhle, Leute. Puh. Bizarre Höhle. Ich kann nichts sehen. Lass ich's lieber. Kommen wir ein andermal zurück. Ich kann da nämlich nichts sehen, aber das sieht wirklich aus, als wäre Sand vor der Höhle, oder? Oder bin das nur ich? Sieht wirklich so aus, finde ich. Aber ja, in dem Untergrund kann man sehr selten auch Fossile finden und auch Entwicklungssteine. Und tatsächlich habe ich ein paar Entwicklungssteine und ein paar Fossile gefunden. Also gut, ein Fossil habe ich gefunden, aber... ja, das könnten wir mal... zu leben erwecken. Lass mich durch. Okay. Bevor da noch ein neues wildes Pokémon kommt. Da. Ich zeig dorthin. Da musst du kaputt machen. Danke. Und nun? Nach Erzlingen geht's hier lang. Hä? Oh. Hey, Maike. Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Bei mir? Ach, alles bestens. Naja, wäre zumindest wünschenswert. Aber das ist jetzt wohl nicht von Bedeutung. Ich habe da neulich ein wenig herumgetüftelt und würde dich gerne am Resultat teilhaben lassen, wenn du magst, Maike. Los, wähle eine Hand! Rechts oder links? Rechts oder links? Du hast den Pokémon auf der rechten Hand, deshalb sag mal der rechte Hand. In Ordnung, du willst also in den Kampf fahren da. Tja, du weißt eben, worauf es ankommt. Danke. Was wäre passiert, wenn ich links genommen hätte? Hätte mir es einfach trotzdem gegeben? Mit dem Kampfwander kannst du Trainer ausfindig machen, die auf einen Rückkampf aus sind. Sag mal, Maike, hast du denn schon einen Pocket? Was für eine Frage, sicher hast du den. Prima, ja, kann man doch sehen. Musst du doch gar nicht fragen. Dann bekommst du noch das hier. Die passende Belohnung für deine harte Arbeit. Itemradar. Oh, sehr geil, sehr, sehr geil. Mit dem Itemradar kannst du nach versteckten Items suchen. Berühre einfach die Itemradar-App. Und dann kannst du Items suchen, die unsichtbar sind und auf dem Boden liegen. In dunklen Höhlen ist das unglaublich praktisch. Also dann viel Glück noch mit deinem Pokédex, Professor Albe, zählt auf uns. Danke, Mann. Das war echt nett. Dann lass uns das mal... Ups. Dann lass mal nachschauen.
Ja, schon 40.000 Schritte, ja. Könnt ihr mal sehen, wie hobbylos ich bin. Oh, das ist das. Oh, hier ist ein Item. Hier ist ein Item. Hier? Über mir? Oh, hier ist ein Beleber. Ich werde übrigens nicht jedes einzelne Item finden. Nein, das werde ich nicht tun. Oh, da unten ist ein Pokéball, habe ich gleich gefunden, Leute. Ja, ich werde nicht jedes einzelne Item suchen und finden. Das mache ich nicht. Darauf habe ich wirklich keine Lust. Und ich habe auch überhaupt keine Lust, jetzt hier Bären einzupflanzen. Weil es dauert wieder zu lange. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich habe noch andere Sachen in dieser Folge vorgehabt. Deshalb beahmen wir uns ein wenig. So, ihr werdet aber jetzt sehen, wo wir angekommen sind. Und zwar hier. Wir sind wieder zurück. Und ich hole mal ganz schnell das Item. Ja, das kann ein bisschen dauern. Können wir mal gucken, was es hier zu fangen gibt. Ein Wachhallo. Oh oh, ich sollte aber mal heilen. Wenn ich schon mal in der Stadt bin. Jetzt haben wir mehr oder weniger. Oh, Pokéball nur. Jetzt haben wir mehr oder weniger eine Abkürzung geschaffen. Ich habe übrigens auch sehr viel Geld ausgegeben für Pokébälle. Falls ich das noch nicht immer mal erwähnt habe. Sehr, sehr viel Geld ausgegeben für Pokébälle. Ich habe irgendwie 100 Pokébälle gekauft. Und dann raufgeworfen wie wild. Ich habe noch ein paar. Ich meine, noch ca. 50 oder 40 Stück habe ich noch. Vielleicht werden sie ja bei unserem neuen Teammitglied hilfreich sein. Wer weiß, wer weiß. Was ich weiß, ist, dass ich mit dem Fahrrad hier hochfahren kann. Was? Okay, das sah richtig aus. Das andere war komisch. So, hier gibt es viele Trainer. In manchen Steinen gibt es auch Items. Hier anscheinend nicht. Oh, hi. Ich sage das ganze Jahr über Schatz. Ich habe jede Menge Energie. Okay, dann. Der Matthias, der Knirps Matthias. Oh Leute, der Background ändert sich auch, ob es tags oder nachts ist. Jetzt ist es halt gerade dazwischen. Wir haben gerade 18 Uhr ungefähr. Deshalb ist es gerade so circa dazwischen. Das ist auch ziemlich cool, finde ich. Solche Details sind ganz nett. Sind ganz nett. Ganz nett. Nicht zu nett, aber ganz okay nett. So, welchen Level sind wir eigentlich gerade alle? 23, 23, 25? Ja, das geht ja noch. Bald sind wir alle Level 30. Und dann können wir gegen die dritte Arenaleiter, den dritten oder die dritte, weiß ich nicht, Arenaleiter oder Arenaleiterin kämpfen. Und uns den nächsten Orden klappen. Dich mal sauber machen sollte. Ich schalte das nicht rein, aber ihr wisst ja, wie das funktioniert, wenn wir den sauber machen. Panflam! Wirklich, jetzt haben wir bisher bei jedem einzelnen normalen Pokémon-Trainer gesehen, dass alle, auch alle, ja gut, okay, man, das macht keinen Sinn. Auf jeden Fall, die drei Starter können auch normale Trainer haben, wie man hier jetzt schon sehen kann. Wir haben ja schon einen Plimpferl gesehen und einen Chellast, sogar die Arena-Leiterin hat einen Chellast und hier hat der Typ einen Panflam. So macht mein Satz Sinn. Gut gemacht, Mike. Du. Level 26. Eine Menge Energie allein reicht wohl nicht aus. Nope. Meine Pokémon tragen gar keine Kleidung. Hoffentlich ist es ihnen nicht kalt. Na gut, ich meine, ich glaube, den meisten Pokémon ist es eigentlich ziemlich egal, ob die was anhaben oder nicht. Meistens würden sie ja von alleine was anziehen, oder? Tipps für Trainer. Wenn Pokémon von Paralyse oder Schlaf betroffen sind, können sie möglicherweise nicht agieren. Widerfährt dies deinem eigenen Pokémon, kann das einem Kampf fatale Folgen haben. Versetzt du jedoch das gegnerische Pokémon in Schlaf oder Paralyse, ist das ein großer Vorteil für dich. Yep, in jeder Hinsicht ist das ein Vorteil. Na mal los, mein Pokémon, ich werde mich ans Zeug legen. Auf geht's, mein Pokémon, ich werde mich weniger ans Zeug legen. Nicht weniger, oh. Na egal. Ich werde mich weniger ins Zeug legen, weil ihr habt bald wahrscheinlich nur so Noob-Pokémon. Okay. Die
können schon ein bisschen was, aber jetzt nicht so viel. Also ich werde euch auf jeden Fall down machen. Aquaknarre auf dich. Und Flammenrad auf dich. Das soll eigentlich schon genügen. Bam! Oh, es lebt noch. Der Hälfte. Aber du nicht mehr, oder? Doch, du auch. Oh. Ihr setzt die Runde ein? Für Heuler? Ehrlich? Vor allem, das sind ja nur den Angriff, nicht mal den Spezialangriff. Ich meine, Magby und Bambi, die sind doch beides Pokémon, die eher speziell angreifen, oder nicht? Also, finde ich schon. Oh, was? Wieso nicht? Wieso reicht das nicht? Achso, warte. Oh, nee, Magby hat doch Flammenrad. Flammenrad ist doch ein Rad. Er steht doch ein Rad. Der greift doch physisch an. Das war jetzt meine Dummheit. Sorry. Wenn ich dadurch sterbe, habe ich es verdient. Okay, nein, zum Glück nicht. Ah, ich kann gleich wieder zurücklatschen. Ah, muss nicht sein, oder? Muss nicht sein. Egal, du bist schon mal weg. Bam. Level up für Tricky. Grimasse? Was macht das nochmal? Jagt dem Ziel mit einer Grimasse Angst ein, dessen initiative Wert sinkt stark. Achso, nee, warte, Bauchtrommel macht was anderes? Der Anwender maximiert den Angriffswert auf Kosten der Hälfte seiner maximalen KP. Ach so, das macht was ganz anderes. Ja, Grimasse brauche ich nicht, aber Bauchtrommel ist nicht das, was ich gedacht habe, was es ist. Nee, Grimasse möchte ich nicht erlernen. Nein. Keinen Bock. Nein. Oh nein, wir haben verloren. Oh nein, wir haben verloren. Ja, irgendwie der gleiche Mensch, aber männlich und weiblich. In den unteren Höhlen kann man noch Fossilien graben. Die Fossilien können dann im Bergbaumuseum wieder in Pokémon zurückverwandelt werden. Als nächstes werden wir vielleicht den Fernsehsender in Jubelstadt besuchen. Und das sagt er dann auch. Hätte eigentlich zumindest, oder sie zumindest, whatever. So, was ich jetzt noch machen möchte, ist das Fossil wiederbeleben. Aber erstmal gehen wir kurz heilen und dann beleben wir das Fossil wieder, was ich mal irgendwann ausgegraben habe. Übrigens, wenn es Nacht ist, kleiner Fun Fact, wenn es Nacht ist, dann ändert sich die Musik im ganzen Spiel. Dann ist sie eher so ruhiger und entspannter, was ich richtig cool finde. Das hat nur Diamant und Perl und Platin. Und bald ist es soweit hier, aber das werden wir nicht mehr sehen. Mit Kohle per Du. Aha. Dann schauen wir mal hinein. Ah, ein Pokémon, das etwas tragen kann, muss unglaublich stark sein. Wow, das ist also Kohle? Wer hätte gedacht, dass die Brocken so riesig sind? Krass. Hier sind Kohlearten aus verschiedenen Gegenden ausgestellt. Dieser Kasten enthält kategorisierte Proben verschiedener Kohlearten. Okay. Hier sind verschiedene Alltagsgegenstände der Minenarbeiter ausgestellt. Hier sind die kaputten Werkzeuge. Offenbar wurde vor langer Zeit die Kohle mit diesem Werkzeug abgebaut. Aha, jetzt waren das Pokémon. Hier sind verschiedene Grubenlampen ausgerüstet. Die Bergleute trugen diese früher auf ihrem Kopf, wenn sie in der Mine arbeiteten. Ah ja, und hier überall? Wie Kohlenschild, Teil 1. Vor Urzeiten wurde pflanzliches Material durch Regen und Flüsse an Land gespült, wo es unter Erdschichten begraben wurde. Aufgrund von Erdbeben sowie Erdrissen wurde dieses Pflanzenmaterial in immer tiefer liegenden Erdschichten gedrückt. Tief unter der Erde war das Pflanzenmaterial über lange Zeit dem unterirdischen Druck und der Hitze von Magma ausgesetzt, wodurch es sich allmählich in Kohle verwandelte. Sehr interessant. Ich wusste gar nicht, dass die Erdlingmine sich bis unter das Meer erstreckt. Wahnsinn. Okay. Hallo, willkommen im Bergbaumuseum von Erdling. Wer sagt sie nicht? Wow. Hey, wie geht's dir? Ja, ich bin hier und jetzt da. Soll ich dein Fossil zurückverwandeln? Ich bin gerade schwer damit beschäftigt, dein Fossil in ein Pokémon zurückzuverwandeln. Mit anderen Worten, ich brauche Ruhe und Zeit. Also raus mit dir, aber zackig, husch, husch. Okay, dann gehe ich halt. Moment mal ganz kurz, ich habe was vergessen. Ich brauche noch einen Zettel, dass ich hier gewesen bin. So, für mein Pokémon Center. Hallo, hallo, wie geht's dir? Wo bist du gewesen? Ich habe jahrelang auf dich gewartet. Mann, lässt du gerne andere warten? Na, nicht zu fassen, immer diese jungen Trainer von heute. Hier, nimm dein Schild, der Russ, und lass mich in Ruhe.
Alter, ich war gerade ganz kurz draußen und... Was ist dein Problem, Mann? Voll gemein.